Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Scars Above. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt spannende Unterhaltung und viel Spaß. So, wir haben in der letzten Folge das Wrack ausgiebigst untersucht und die drei Analysen durchgeführt. Und sind jetzt hier wieder rausgegangen, müssen jetzt weiter dem Signal folgen. Erreiche die Koordinaten der Übertragung. Wir sind, glaube ich, in Kapitel 3. Der Marsch zur Hermes war komplett Kapitel 2. Und ihr findet hier gleich in der Nähe, braucht ihr keine Angst haben, hier kommt nichts. Ihr findet gleich hier wieder eine Speichersäule. Die habe ich natürlich schon aktiviert. Sonst hätten wir von der letzten starten müssen. Das wäre ungünstig gewesen. So, wir haben jetzt zwei Wege. Wir haben oben und wir haben hier unten. Ich war bei beiden noch nicht. Wo gehen wir lang? Meistens gibt es ja bloß einen Weg. Jetzt will ich mal kurz gucken, was hier noch ist. Ein Würfel. Okay, wir glaube ich, wir müssen hier lang. Dann schauen wir nochmal den anderen Weg, ob wir da noch was finden. Irgendeine Art Anlage. Die Quelle der Übertragung liegt hinter diesem Tor. Wir gucken mal. Bei einigen anderen Folgen waren wir ja auch gezwungen, wieder zurückzulaufen, weil wir irgendwas aktivieren mussten. Verschlossen. Ach, wie komme ich da durch? Die Anlage Vincenta ist geschlossen. Wegen eines Eindringlings. Deine Freundin ist da drin. Oh. Tam, sie muss die Abriegelung ausgelöst haben. Gibt es einen anderen Weg hinein? Ja, ein Transitsystem für Material. Der nächste Zugangspunkt ist nicht weit weg. Ich schicke dir den Standort. Ihr seid aber sehr freundlich von euch oder von ihnen oder von was Dann auch immer du bist. Ich mir das mal ansehen, was es auch ist. Das sieht interessant aus. Das fühlt sich warm an. Logbucheintrag. Thermale Verstärker und abstrahlendes Material. Vielleicht ist es eine Art persönliches Heizsystem. Mhm. Kraft plus Zünder. Erhöht den Schaden des thermischen Konzentrators, wodurch er Eis durchbrechen kann. Ach so, des thermischen. Ah, eine Verbesserung, oder wie? Mal gucken. Nee, es ist eine neue Waffe. Moment. Nee, neue Waffenverbesserung. Verbesserung des thermischen Konzentrators. Natürlich, unsere Flammenwaffe, höherer Schaden und Eisbrecher. Kann jetzt Eis durchbrechen. E zum Fortsetzen. So, haben wir hier noch was? Ansonsten weiß ich schon den Weg. Zumindest müssen wir noch in die eine Abzweigung rein. War hier. Und das ist auch der Weg, den wir gehen müssen. Ausdauer ist schon wieder futsch. So. Moment. Ganz schön kalt hier. Oh, Hypothermie. Moment. In Gebieten, in denen es schneit, kann es zu Hypothermie kommen. Sobald... Ach Mann, schon wieder weg. Ich lese einfach zu langsam. Moment, wir gucken da so rein. Das müsste ja hier auch stehen. In Gebieten, in denen es schneit, kann es zu Hypothermie kommen. Sobald sie 100% erreicht, erliegst du deinen Erfrierungen und stirbst. Stelle dich neben ein Feuer, um dich aufzuwärmen. Okay. Alles klar. Das heißt, wir müssen in Bewegung bleiben. Hier ist Feuer, würde ich meinen. Oder? Ah. Mal gucken. Nee, das sind keine Feuer. Wo ist das Feuer? Du kannst weißes Eis zu deinem Vorteil nutzen. Gegner können einbrechen und in das kalte Wasser darunter fallen. Ach du Schande.
Moment. Wir können... Gegner können einbrechen und in das kalte Wasser darunter fallen. Mit unserer Flammenwaffe beschädige das Eis, um ein Loch zu schaffen und deine Gegner hineinstürzen zu lassen. Nur hitzebasierte Waffen können Eis durchbrechen, okay? Alter, was ist das denn hier? Mann, hey, ich denke mir schon, was ist denn da los? Logbucheintrag. Diese Pflanze brennt unter extremer Temperaturentwicklung, heißer als entzündeter purer Sauerstoff. Sie wird vorübergehend intensive Hitze abgeben. Okay, aber wir... Oh Gott, wir, das geht ja... Okay. Hier haben wir Feuer. Offensichtlich. Okay, dann ist die ganze Sache natürlich nicht mehr so schwierig. Werde ich nicht lange durchhalten. Nein! Mann, hey, was hat die denn jetzt nicht geschossen? Dumme Kuh hier. Nein! Oh, Mann, ey. Infokapsel, Zylinder mit Informationen. Was erwartet mich da? Hypothermie geht weg. Gut, sehr schön. So, wir haben Flamme. Nein, nehme ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich nehme. Wir probieren jetzt mal den Holoköder aus. Ich habe den noch nicht ausprobiert. Falls ein Bosskampf kommt. Nee, kommt nicht. Aber wir probieren es trotzdem aus. Oh, ich glaube, wir müssen... Was ist das denn hier? Wähle den Gegenstand, den du benutzen möchtest. Infokapsel. Keine Ahnung. Ja. E zum Übersetzen gedrückt halten. Noch ein Vorfall im Labor. Ich muss dafür sorgen, dass die Exemplare kein Unheil an den Überwachungs- und Transportsystemen anrichten. Sie haben es geschafft, eine unserer Stromsteuerungskonsolen zu zerstören und das Transitsystem lahmzulegen. Ich konnte gerade so die sich entwickelnden DNA-Signaturen retten. Das erinnert mich daran, ein besseres Abriegelungsprotokoll für den Notfall zu schreiben, das automatisch alle Türen schließt, die zum Hauptlabor führen. Oh, wir haben einen Punkt. Sehr schön. Haben wir hier auch irgendwo ein
ein Feuerchen. Ein hochentwickeltes Gerät. Höchstwahrscheinlich Teil eines integrierten Netzwerks. Es scheint in der Lage zu sein, die meteorologischen Bedingungen der Umgebung zu regeln. Oh, hier, was ist das denn? Nix. Ah. Nix ist es nicht. Ah, da oben noch. Das geht doch nicht hier, oder? Nee, das geht auch nicht. Okay. Da haben wir nichts. Das muss das Transitsystem sein. Es ist inaktiv, wegen der Notabriegelung. Was jetzt? Das Transitzentrum ist auf dem Berg. Geh dorthin, dann kann ich das System wieder aktivieren. Ich schicke dir den Standort. Es ist ein langer Weg. Das wollte ich jetzt nicht hören. So. Moment. Da hinten haben wir noch einen Würfel. Kommen wir gar nicht rum. Wo war der Würfel? Irgendwo habe ich den gesehen. Hier. Ui, 45. Wow. Ein langer Weg. So, wo müssen wir denn lang? Geh zum Zentrum des Transitsystems und reaktiviere das System. Warum frierst du denn? Was ist doch alles an hier? Jacke, Hose. So, was müssen wir denn hier machen? Nee. Ah, hier. Geht's hier weiter? Keine Ahnung. Ja, komm, Baby. Wärme dich. Alter! Du. Besonders clever sind sie ja nicht. Oh, aber ich habe mich mal wieder voll erschrocken. Supi. So. Ich habe den Köder nicht benutzt. Ich muss mal den Köder benutzen. Nein! Ich wollte E drücken. So, wir haben... Ui, wir haben zwei Fähigkeitspunkte. Erfrieren wir jetzt hier, wenn wir das... Nee, tun wir nicht. Okay. Zwei Stück. Wollen wir vielleicht mal nach rechts gehen in die Xenobiologie? Mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% verbrauchen eingesetzte Geräte bei der Benutzung keine Energie aus der Batterie. Oder was haben wir noch? Kates Immunsystem ist gestärkt und die Dauer von Statuseffekten wird um 30% verringert. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das mache ich nicht. Was haben wir hier noch? Effizienz. Aufklärung. Ich werde hier mal in den Elementen widerstehen, reingehen. Ich glaube, dass das sinnvoll ist. Oh, und ein Speicherstein, eine Speichersäule, hervorragend. So, jetzt haben wir noch 884 Meter. Hier haben wir nochmal einen Würfel. Kommt da noch was Besonderes? Das war knapp. Oh. Wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Und hier haben wir nochmal einen Würfel. Alles immer angucken. Da ist nichts. So, ja, das weiß ich nicht, aber ich weiß auch nicht, ob wir jetzt... Oh.
ob wir eventuell hier jetzt erstmal eine Pause machen. Ich weiß ja gar nicht, wie ich jetzt hinkomme. Ja, meine Lieben, das machen wir auch. Wir machen jetzt hier eine Pause und speichern. Wir machen alles ganz in Ruhe, Schritt für Schritt. Und dann freue ich mich auf euch in der nächsten Folge. Dann bin ich gespannt, wie wir hier uns den Weg bahnen, wo wir da überhaupt lang müssen. Ich habe keine Ahnung. Wieder mal. Aber wir werden es irgendwie hinkriegen. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, egal wo ihr seid. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.